Klo. Das sind jetzt gerade die letzten Lebensminuten von meiner Stute Rubiel. Sie wird genau jetzt in diesem Moment eingeschläfert. Ich bin gerade ganz alleine im Stall. Die Rubiel ist ja nicht hier, die ist ja eigentlich zur Ausbildung in Deutschland. Ich sitze hier am Boden, wird von meinem Pferd gerade komisch angeschaut, was ich hier mache, warum ich die ganze Zeit weine. Das ist der irrealste Moment meines Lebens. Ich krieg fast keine Luft. Ich kann es nicht glauben. Ich verstehe das nicht. Ich hatte einfach 2019 so viel Pech und habe mich auf 2020 gefreut, dass alles besser wird. In your face einfach. 2019 habe ich mir das Bein gebrochen. Hab Reitunfall. Hab noch immer Probleme. Bin jetzt gerade, seit einem Tag bin ich aus meiner Reha draußen. Ich war jetzt einen Monat auf Reha. Hab eine Platte und Schraube drinnen. Vor einem Jahr ist mein Kater von einem Auto angefahren worden. Der hatte auch einen Bruch und das konnte man irgendwie heilen. Und ich dachte, 2020 wird alles besser. Rubiel, du wirst das nie sehen, aber ich denke an dich. Die Rubiel ist so viele Stunden von mir jetzt gerade entfernt. Ich kann nicht schnell hinfahren, weil der Tierarzt auch gesagt hat, ich muss schnell handeln, weil sie einfach so starke Schmerzen hat. Und ich will sie immer noch mal sehen. Aber ich will sie auch nicht leiden lassen. Nur wegen mir, ich will nicht so egoistisch sein, nur damit ich sie noch einmal sehe. Entscheidet, ist das beim Freilauf von Hasse passiert. Die Rubiel ist ein sehr spritziges Pferd und springt halt gern rum und bockt halt gern rum. Und entscheidet, ist es dabei passiert. Ist er nur noch auf drei Beine gegangen. Sie hat sich ein Bein gebrochen. Eine Kronbeinfraktur. Ich habe dann auch die Röntgenbilder bekommen. Ich habe die Röntgenbilder jetzt sofort allen möglichen Ärzte geschickt. Auch an die Uniklinik, mit der ich sehr gute Erfahrungen gemacht habe, die auch damals den Rubien gerettet haben, als er als Fohlen nur auf drei Beinen gegangen ist und mein Tierarzt auch gesagt hat, eigentlich ist er auch dem Tode geweiht. Und sie haben es doch noch hinbekommen, dass ich zumindest den Rubien noch habe. Ich wäre nächstes Wochenende mit meinem Freund nach Deutschland gefahren, um gemeinsam Zeit miteinander zu verbringen. Ich wäre in einer Woche bei ihr gewesen. Gott, ich verstehe das nicht. Was habe ich falsch gemacht in meinem Leben? Bin ich so ein böser Mensch, dass mir dauernd sowas passieren muss? Ich verstehe es einfach nicht. Ich verstehe es nicht. Ich habe also mit allen möglichen Ärzten telefoniert, habe denen die Röntgenbilder geschickt. Die haben halt gesagt, sie hat einfach so eine geringe Überlebenschance. Also man könnte sie operieren, verplatten, verschrauben, alles was ich hatte. Aber das ist halt kein Leben. Sie müsste Monate in einer Box stehen. Und dann ist nur eine ganz, ganz geringe Prozentzahl überhaupt eine Chance, dass sie überhaupt überlebt. Man spricht nicht von einem schönen Leben. Ich habe noch nie so eine Entscheidung treffen müssen. Pferde können sich ja nicht wie Menschen, wie es mich bei meinem Unfall ja war, habe ich ja auch mein Bein gebrochen. Es ist ja auch so ein Trümmerbruch, also sind ja auch mehrere Teile gebrochen. Und bei Menschen ist es so, dass du halt sitzen kannst und liegen kannst und keine Ahnung. Und Pferde müssen halt gleich draufstehen. Und sobald sie halt dann das eine Bein hat, dann ein bisschen mehr belasten als das andere, dann ist auch wieder hier so ein Problem. Es ist gerade sehr schwierig.
Und ich hoffe, du verabschiedest dich auch von der Rubiel. Ach, Rubiel. Ich kann mir, glaube ich, auch nicht ihre Videos anschauen. Ich müsste einfach zu sehr weinen. Danke, dass du das Video geschaut hast. Und tschüss, Rubiel. Ich war von der ersten Sekunde, dass du da am Leben warst, war ich dabei. Mit meinem Freund bei deiner Geburt. Es tut mir leid, dass ich jetzt nicht dabei bin. Ich hoffe, du hast ein schönes Leben. Irgendwo da oben. Es tut mir so leid.